So, meine Uhr sagt, es ist 21 Uhr. DCF 77 Uhr. Wenn wir auch noch dran vorbeikommen heute. Hallo Internet. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Peter. Ich würde euch gerne heute ein bisschen was erzählen über die Frequenzen an sich. Also so einen Ausflug vom Schall bis hin zur Höhenstrahlung. Wir werden uns letztendlich an dieser Folie entlanghangeln. Das ist eine Folie aus der Optik und das sind die Frequenzen von hinten her, also von den höchsten bis zu niedrigsten Frequenzen aufgemalt, weil die Optik ganz gerne die Wellenlänge. Ja, die Wellenlänge wird halt, die steigt halt mit niedriger Frequenz Wellenlänge runter. Deswegen ist das Bild eigentlich falsch rum, aber trotzdem wird es uns gut helfen. Wir werden uns ein bisschen dran entlanghangeln. Ich würde ganz gerne mit dem unteren Frequenzbereich anfangen. Also hier ganz unten, Nieder-, Mittel- und hochfrequente Wechselströme, wobei ich dann allerdings erstmal mit dem Schall beginne. Ja, drahtlose Kommunikation, von der Natur quasi erfunden, um Lebewesen miteinander kommunizieren zu lassen. Ja, wir sprechen, andere Tiere bellen, ein Hund oder Wale, die haben auch eine Kommunikationsform entwickelt. Die benutzen dazu Schallwellen. Schallwellen zu erzeugen ist relativ einfach. Man braucht irgendwie eine Membran. Wenn man die bewegt per Muskelkraft oder mit den Stimmbändern, dann kann man damit Druckschwankungen der Luft erzeugen. Und diese Druckschwankungen der Luft, die kann man dann halt mit einer weiteren Membrane wieder auffangen. Ja, wenn man da so einen kleinen Sensor dran hat, irgendeinen Nerv, ein Ohr halt, dann kann man quasi diese Luftdruckschwankungen empfangen. Das ist letztendlich nichts anderes als wie eine drahtlose Kommunikation, aber es braucht bei dieser Kommunikation einen Äther, also Luft. Irgendwas, was diese Druckschwankungen überträgt. In dem Vakuum würde das jetzt nicht funktionieren. Ja, da ist nichts, was man komprimieren könnte, was also diesen Schalldruck übertragen könnte. Dennoch, ja, weil halt hier auf der Erde Luft ist und weil es eine relativ einfache Methode ist, ohne Berührung miteinander zu kommunizieren, hat die Natur das quasi bei vielen Lebewesen eingeführt. Die meisten haben Ohren, ja, Geräusche, die Tiere machen, um andere Tiere zu fangen. Ja, Katzen hören die Mäuse unter der Erde. Das ist Schall. Schall können wir hören zwischen, da kommt ein bisschen aufs Alter an, so zwischen 70 Hertz, also 50 Hertz, 70 Hertz, ziemlich tiefe Bässe und 16 Kilohertz etwa bei Kindern. Bei älteren Menschen lässt das dann ein bisschen nach. Die hören dann vielleicht nur bis 10.000 Hertz, 10.000 Schwingungen pro Sekunde. Es gibt noch Schall darunter, Infraschall. Das sind dann ganz tiefe Bässe oder Donner zum Beispiel. Donner ist eine Infraschallübertragung. Die hören wir noch ein bisschen mit den Ohren, aber auch das Zwerchfell. Ja, das hat auch Sensoren. Wir können also sowas auch mit dem Zwerchfell spüren. Ja, Vibrationen, Erdbeben, die spürt man mit dem ganzen Körper. Erdbeben hören sich auch seltsam an, die bringen auch Schall mit. Wenn man das mal erlebt hat, ist das sehr creepy. Jetzt sind wir da eigentlich mit der Sprache schon am Ende, weil die Luft hat irgendwann ja, die überträgt dann keine höheren Frequenzen mehr. Ultraschall gibt es noch, Ultraschallfernbedienung, Fledermäuse orten da ihre Beute mit oder gucken, wie hoch sie fliegen. Da sind wir allerdings dann irgendwann bei 40 Kilohertz, 50 Kilohertz sind wir da an der Grenze. Im Wasser geht das ein bisschen besser. Wasser überträgt Schallwellen auch sehr gut. Das Medium ist da eben nicht die Luft, sondern das Wasser. Und die Übertragungsreichweite ist sehr hoch. Also das Wasser hat eine relativ geringe Dämpfung gegenüber der Luft. Deswegen Fische, die fühlen sich in den Meeren auch nicht mehr so besonders toll, wenn die ganzen Boote da rumschwimmen. Die machen einen riesen Lärm. Oder früher, macht man eigentlich heute noch,
wenn U-Boote irgendwelche Sachen orten wollen, so ein Radar, dann ist das meist ein akustisches Radar, dass man kurze Töne, also letztendlich einfach nur eine Membran vibrieren lassen, aussendet und misst, wann diese Reflexion zurückkommt. Und daraus kann man dann ja, errechnen mit einer Zeitmessung, wie weit das Objekt weg ist. Wasser eignet sich da gut. Es gibt da einen Haufen Mikrofone im Wasser, wo also die Lärmbelastung oder irgendwie auch Erdbeben oder sowas mit gemessen werden. Da gibt es ein ganzes Netz, da kann man dann mal die Suchmaschine der Wahl befragen. Wir machen jetzt ein bisschen weiter mit den Frequenzen, mit den niedrigen Frequenzen. Wir fangen also jetzt Left Screen, wir fangen also jetzt hier unten an mit den niederfrequenten Wechselströmen, wozu man die einsetzt. Und dazu möchte ich euch ein kleines Bild malen, wenn jetzt meine Maus wieder da ist. Dafür habe ich mein Pad eigentlich vorbereitet. Das hier. Da male ich jetzt erstmal, wenn der Stift läuft, einen Strich hin. Und auf diesem Strich werden wir jetzt so ein paar Frequenzbereiche darstellen. Also was wo liegt. Hier unten ist irgendwo Schall. Das ist so von 0 Hertz bis 16 Kilohertz. Selbstverständlich kann man da, wenn wir nachher sehen, auch auf diesen ganz niedrigen Frequenzen eine elektromagnetische Übertragung machen. Aber diese Übertragung, die wird sehr, ja, die hat ein paar Probleme, die werden wir gleich sehen. Die Hochfrequenz oder das, wo man Funktechnik einsetzt, das geht so in der Regel los, so ab 20 Kilohertz etwa. Da kann man elektromagnetische 20 Kilohertz, das ist sehr wenig, ne? Das ist knapp über dem hörbaren Bereich. Da kann man also elektromagnetische Wellen aussenden. Und diese aussendende elektromagnetischer Wellen über Antennen, die werden wir uns gleich noch angucken. Was liegt da unten? 20 Kilohertz oder darüber? Also wir kennen einen, ich habe ihn vorhin schon erwähnt, ja, 77,5 Kilohertz. Da liegt der DCF 77, ein Zeitzeichensender, ziemlich genau auf dieser Frequenz. Und der tastet also jede Sekunde, gibt er einen Impuls. Und ich glaube, bei der 60. Sekunde oder bei der 59. fehlt der Impuls. Und nach der Länge der Impulse ist da eine Kodierung drauf. Also die Uhrzeit. Wer gerne mal das wissen möchte, kann auch dann DCF 77 danach mal suchen. Dann kriegt ihr das raus. Sorry. Darunter gibt es auch noch Kommunikation. Ja, das ist ein sehr interessantes Feld. Da unten drunter kommunizieren U-Boote. Also wenn so ein U-Boot getaucht ist, dann kriege ich da jetzt nicht unbedingt hier LTE 1800 rein ins Wasser, weil die Eindringtiefe von solchen relativ hohen Frequenzen, HF-Frequenzen, elektromagnetischen Wellen in Wasser, ja, die ist also extrem gering, die liegt dann so im 0,1 mm Bereich. Deswegen kann man U-Boote eben funktechnisch mit normaler Funktechnik, ja, was wir heute so täglich finden, UKW, Mittelwelle, kann man nicht erreichen. Das funktioniert nur, wenn ich ganz niedrige Frequenzen hole und die halten sich dann halt hier so in diesem Bereich, halten die sich auf. Das sind ziemlich schmalbandige Signale. Ziemlich schmalbandige Signale heißt, wir morsen dort, ja, wir tasten die Leistung, nehmen sie wieder weg und tasten sie wieder und nehmen sie wieder weg. Und diese Morsezeichen, die sind relativ langsam. Wir haben also zu den U-Booten eine Datenübertragungsrate, die liegt so im Bereich von wenigen Bit pro Minute. Vielleicht ein bisschen schneller, kommt auch ein bisschen auf die Antennen. Warum das so ist? Wir haben eine begrenzte Bandbreite. Ja, zum einen haben wir hier kaum Platz. Zwischen 20 Kilohertz und 77 Kilohertz ist so gut wie kein Platz. Wenn man sich vorstellt, wir haben bei LTE 1800 haben wir 20 MHz Carrier oder bei 5G haben wir 100 MHz Carrier. Den Platz haben wir hier unten überhaupt nicht. Deswegen muss ich schmalbandig senden, also relativ langsam. Je langsamer ich so eine Morse-Tonfolge mache,
umso mehr Platz nimmt sie weg. Weil so eine Zeichenfolge, ja, je schneller ich die Zeichen nebeneinander oder aufeinander kommen lasse, oder umso schmalbandiger sie sind, umso breitbandiger wird das Signal. Ja, über die Frequenz gesehen, das ist hier eine Darstellung über die Zeit. Und hier über die Frequenz hat so ein ganz langsam gemorstes Signal eine ganz geringe Bandbreite. Und ein etwas schneller gemorstes Signal braucht eine etwas größere Bandbreite. Ja. Also die Datenübertragungsrate hängt eigentlich immer direkt zusammen mit dem Platz. Es gibt noch ein paar andere Mechanismen, wie man sowas schneller kriegt, aber letztendlich hat die Bandbreite was mit dem Platz in dem Frequenzbereich zu tun. Ja, je höher die Datenbandbreite es sein soll, umso mehr Platz brauche ich. So, die 77 Kilohertz haben wir durch. Es gibt noch ein paar andere Zeitzeichensender, die ein bisschen da oben drüber liegen. Jetzt habe ich vergessen zu schauen. Danach kam der Langwellenbereich. Langwelle als Rundfunkband geht, glaube ich, von 150 Kilohertz bis 250 Kilohertz. Nagelt mich nicht auf die Zahlen fest. Da liegt der Langwellenbereich. So, und auf diesem Langwellenbereich machen wir jetzt keine Morsesignale mehr. Das ist ja ein Radio-Rundfunkbereich, das würde jetzt nicht so jeder verstehen, sondern da machen wir Amplitudenmodulation, AM-Modulation. Diese Amplitudenmodulation, also wenn ich ein Signal übertragen möchte, dann kann ich natürlich hier so einen Sender mit einem Träger in die Luft stellen und da habe ich die Information, ja, er ist da, mehr nicht. Ja, und wenn ich irgendeine Information drauf geben möchte, dann muss ich den halt aus- und einschalten, dann morsen wir. Oder ich variiere die Amplitude mit dem Modulation. Variiere die Amplitude mit dem eingebenden Signal, also mit der Sprache, die ich übertragen möchte. Das sieht dann bei AM so ungefähr aus. Ja, das Kurzwellige, das ist meine Trägerfrequenz. Und die Hüllkurve, das, was ich hier oben drauf gebe, das ist meine Sprache oder meine Musik. Ja, diese Amplitudenmodulation, das ist über die Zeit wieder gemalt. Und diese Amplitudenmodulation hat dann über den Frequenzbereich, wenn ich das also kippe in die Frequenzlage, umbaue, dann habe ich hier einmal meine Mittenfrequenz, also hier das, was dort an Grundwelle drin ist. Meinetwegen Mittelwellensender auf 1 MHz oder Langwellensender auf 150 kHz. Und dann habe ich zwei Nebenbänder oder zwei Seitenbänder. Ja, diese beiden Seitenbänder, die liegen rechts und links neben der Grundfrequenz. Und zwar in der Form, dass die niedrigen Frequenzen, also wenn ich so brumme, 50 Hertz. Ja, dann habe ich, muss ich mal eine andere Farbe nehmen gleich. Dann habe ich drei Signale, die ich auf der Luft detektieren kann. Also angenommen, ich brumme jetzt so mit, ich sollte lieber mal mit 300 Hertz brummen. Dann habe ich letztendlich diese drei roten Spektrallinien, wenn ich also mit dem Spektrumlaser drüber schaue, die man sehen kann. Und wenn ich jetzt in das Mikrofon hineinpfeife bei der Amplitudenmodulation, dann habe ich weitere drei. Das werden jetzt die grünen, natürlich auch wieder hier mein Träger. Und den hier ganz oben, ganz unten und den ganz oben. Ja, also drei Stück stehen darum. Und die Sprache oder die Musik, die ist dann halt zwischen diesen beiden, zwischen der niedrigsten und der höchsten Frequenz. Hier auch. Ja, parallel. Also wir haben das Ganze zweimal. Jetzt erkennt man schon, wo ein bisschen das Problem liegt. Ja, warum also AM-Rundfunksender, Mittelwellensender, für den Fall, dass jemand den noch kennt, warum die so ein bisschen sich gepresst anhören. Weil wenn wir dort jetzt ganz hohe Frequenzen übertragen wollten, bis zu 16 Kilohertz zum Beispiel, ja, dann müssten wir die Bandbreite massiv erhöhen. Ja, hier sind wir bei 3400 Hertz.
Hier sind wir bei 300. Und wenn ich dann bis 16 Kilohertz gehen wollte, ja, dann brauche ich einen Haufen Platz. Das heißt, mein Kanal, mein Übertragungskanal wird dann entsprechend breit. Dafür habe ich aber gerade im Langwellenbereich gar keinen Platz gehabt. Damit hat man so angefangen. Das heißt, man hat die Telefon gab es früher, man hat den gleichen Übertragungsfrequenzbereich genommen, wie man damals beim Telefon, ups, jetzt habe ich das durchgestrichen, beim Telefon benutzt hatte von 300 Hertz bis etwa 3400 Hertz, 3,4 Kilohertz. Wie kommt man auf diese Frequenzen? Man hat damals, als man die Telefontechnik entwickelt hat, hat man auch geschaut, so eine Leitung, eine Telefonleitung über Land hat eine gewisse Übertragungskapazität und da kriege ich also auch nicht beliebig viele Frequenzen drüber. Welche höchste Frequenz muss ich übertragen? Das hat man ausprobiert mit einer Silbenverständlichkeitsprüfung. Man hat also ein paar Probanden dahingesetzt und denen hat man dann Silben erzählt und zwar mit verschiedenen Bandbreiten. Einmal nur von 300 Hertz bis 500 Hertz, da versteht man gar nichts. Und dann von 300 Hertz bis ein bisschen mehr. Und da hat man festgestellt, okay, 300 Hertz bis 3400 Hertz, das ist der Bereich, den man braucht, um sein Gegenüber zu verstehen. Ja, wenn ich den Bereich breiter mache, wird die Silbenverständlichkeit nicht besonders viel besser. Also der würde ausreichen für so eine Sprachkommunikation. Und da kommt das her. Der hat sich übrigens gehalten bis ISDN. Ja, ISDN hat die Sprachübertragung oder bis GSM ist das mit rübergekommen für Sprache. Alles, was nicht adaptive Multirate ist, geht ungefähr so bis 3400 Hertz. Wenn ich jetzt zurück zu der Langwelle, wenn ich mir jetzt diesen Bereich hier anschaue, den Platz, den ich hier brauche im Frequenzbereich, ja, dann stellt man fest, ja, es sind 3400 nach links, 3400 nach rechts, sind in der Summe 7000 rund. Und da lassen wir noch ein bisschen Platz, also machen wir den AM-Kanal, ja, diesen Kanal 9 Kilohertz breit. In den USA sind es, glaube ich, 10, lässt sich ein bisschen besser rechnen. Das erklärt jetzt übrigens auch, warum, falls ihr mal ein Mittelwellenradio noch im Auto findet, warum das so komische Frequenzsprünge macht, wenn man da durchdreht. Das sind eben diese 9 Kilohertz. Diese Kanäle sind eigentlich, die sind genormt. Es gibt auch Radios, die kann man dann auf dieses 10 Kilohertz Raster umschalten. Und da kommt das her. Der Kanal, wenn ich diese 9 Kilohertz nehme, passen hier in Langwellenbereich, so von 150 bis 250 sind 100 Kilohertz, passen so ungefähr 12 Sender rein. Ne? 12 Rundfunksender maximal. Jetzt hat sich das aber mit der Langwelle lang so nicht so lange gehalten. Das hatte nämlich einen großen Nachteil. So eine Langwellenwelle. Die ist also schon mal ja, Kilometer lang. Ja, und wenn man dazu eine Antenne bauen möchte, ja, dann muss die am besten ein Viertel von der Wellenlänge sein. Das heißt, da ist man immer noch durchaus im viele hundert Meter Bereich. Und da gab es dann so Rundfunkempfänger dazu, die elektrischen Freileitungen, die man früher hatte, so als Empfangsantenne benutzt hat. Was der Gesundheit einiger Radiohörer nicht so zuträglich war. Die Langwelle hat sich damit irgendwann erledigt. Die Technologie ging dann weiter. Mal gucken, wo meine Maus hingekommen ist. Die Technologie ging dann weiter. Und man hat den Mittelwellenbereich erobert. Der ist ein bisschen einfacher zu handhaben, was die Antennentechnik angeht, auf Senderseite und Empfängerseite. Und man hat den Mittelwellenbereich gebaut von 500 Kilohertz bis rund 1,5 Megahertz. So, der hat jetzt schon mal eine Bandbreite, Langwelle, das waren so ungefähr 100 Kilohertz. Der hat jetzt eine Bandbreite, Mittelwellenbereich, die ist um Faktor 10 höher. Wir haben hier 1 Megahertz Bandbreite und können da Rundfunksender unterbringen. Das heißt, wir kriegen jetzt nicht mehr 12 Rundfunksender unter, sondern um die 120 Rundfunksender kriegen wir unter, wenn wir die Amplituden modulieren. Mittelwelle hat sich lang gehalten. Man kann Mittelwelle mit so einer Ferritstabantenne, also das ist so ein Ferritstab aus
aus einem Ferrit. Und dann kann man da eine Spule drumherum wickeln. Und wenn man das dann mit dem Kondensator zu einem Schwingkreis baut, hat man da quasi eine relativ kompakte Antenne, die man in so ein Taschenradio oder in ein Radio hineinbauen kann. Das war der ganz große Vorteil für die Empfangstechnik. Sender haben immer noch große Antennen gebraucht, aber die Empfänger, viel häufiger draußen, waren damit relativ gut baubar, ja, und auch transportierbar. Das war der große Schritt. Mittelwelle hat sich auch sehr lange gehalten. Die letzten Mittelwellensender sind jetzt erst vor kurzem abgeschaltet worden. Das Dritte Reich hat damals seine Propaganda auch verbreitet. Das war so die Zeit, wo das Radio, und dann wird es gleich so vergewaltigt und so politisch wirklich sehr schlimmen Sachen vergewaltigt. Das ist schade. Ich möchte ein bisschen was zu den Ausbreitungsbedingungen jetzt erzählen. Wir haben die Langwellen, Längstwellen und die Mittelwellen jetzt durch. Jetzt versuche ich das mal zu speichern, damit es nicht ganz weg ist. Unter dem beliebten Namen 1. Und mache ein neues Bild. Von den Ausbreitungsbedingungen, das ist die Erde, unterscheide ich jetzt auch die verschiedenen Frequenzen. Warum macht man jetzt den DCF 77 auf 77 Kilohertz? Diese Frequenzen dringen zum einen durchaus in die Erde noch ein. Gut, okay, nicht jeder vergräbt jetzt seinen DCF 77-Empfänger, aber die stehen durchaus in den Gebäuden drin. Aber diese Funkwellen, die folgen auch der Erdkrümmung. Ja. Es sind so viele Photonen. Das heißt, die werden von der Gravitation so ein bisschen angezogen. Es ist jetzt nicht so ideal, aber die folgen so ein bisschen. Ich habe also eine Überhorizont-Übertragung. Und damit kann ich also, wenn ich ungefähr weiß, wie weit ich von meinem Zeitzeichensender wegstehe, ja dann auch die Uhrzeit korrigieren. Und früher hat man das dann benutzt, als es noch kein GPS gab, um irgendwelche gleichzeitigen Sprengungen zu machen oder Zeitsynchronisation. Also wirklich relativ genaue Zeitsynchronisation durchzuführen. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir in diesem Frequenzbereich noch keine Reflexionen an irgendwelchen atmosphärischen Schichten haben. Ja, das würde ja dazu führen, dass die Signallaufzeit um einiges länger ist, eben einmal hoch in den Himmel und dann wieder zurück. Und damit würde hier also an diesem Punkt, wenn ich die Entfernung nach dem DCF 77, der steht übrigens in Mainflingen in Frankfurt, bei Frankfurt, die Entfernung würde da nicht mehr stimmen, ja, weil der Weg nach oben ist halt länger. Nehmen wir mal die Langwelle. Die Langwelle ist ähnlich, ja, geht auch ein bisschen Horizont, über Horizont. Da fällt mir gerade noch was ein. Jetzt sagt ihr habt einen DCF 77-Empfänger, da ist eine Ferritantenne drin. Stimmt. Diese Ferritantenne vom DCF 77-Empfänger ist auch nur für eine einzige Frequenz abgestimmt. Ich kann damit nicht breitbandig hören, sondern die ist genau exakt für diese Frequenz. Kurz zu den U-Booten noch, die auch mit diesen ganz niedrigen Frequenzen arbeiten. Da habe ich auch eine Antenne. Genau, jetzt muss ich erstmal hier die Präsentation beenden. Für ein U-Boot. Das war die falsche. Schön, wenn man immer weiß, welche Präsentationen offen sind. So. Für U-Boote gibt es diese Antenne. Ja, das ist eine Antenne für Längstwelle. Das ist eine magnetische Antenne. Das ist eine Spule. Da ist dann oben noch eine Kapazität dran. Das U-Boot ist ja unter Wasser. Da ist ein Gehäuse drum. Das ist eine Variante, wie man so eine Antenne für U-Boote bauen kann, aber auch eben diese Antenne ist ganz schmalbeinig. Die geht nur für einen einzigen Frequenzbereich oder da muss ich sie wieder abstimmen. Das ist der Nachteil bei diesen Antennen. Wenn ich so ein U-Boot habe, was also auf verschiedenen Frequenzen irgendwelche Nachrichten empfangen soll oder woanders senden möchte, dann gibt es Schleppantennen. Das U-Boot lässt dann ein Stück Draht hinten raus und ist dann in langsamer Fahrt und benutzt dann dieses lange Draht, was im Wasser schwimmt, als,
Als Langdrahtantenne, als Schleppantenne. Und wenn es fertig ist mit Funken, dann wickelt es dann das Draht wieder ein. Man kann für zu Hause auch Längswellenantennen bauen, indem man das Kabel vergräbt oder im Garten relativ viel Draht unterbringt. Es muss nicht in der Luft hängen, das ist nicht nötig, weil diese Längswellen, die durchdringen ja Wasser und feuchte Erde, das ist kein Problem. Für den Fall, dass sich jemand diesen Frequenzbereich eröffnen will, ist es sehr interessant. Man empfängt da durchweg viele, viele Signale. Allerdings kann man mit den Kommunikationen zu den U-Booten jetzt nicht so besonders viel anfangen. Die sind also ziemlich chiffriert. Aber es macht schon mal Spaß, dass man da was sieht. Es geht mit einigen SDR-Radios, die man kaufen kann. Die meisten SDR-Radios für diesen Frequenzbereich gehen runter bis 100 Kilohertz. Da ist man eigentlich schon ein bisschen drüber weg, aber mit ein bisschen Mühe kriegt man das dann, kriegt man einen gekauft oder sich gebastelt, der auch darunter was empfangen kann. Wie gesagt, der Aufwand für die Antenne zu Hause, der ist dann doch beachtlich. Oder man braucht halt wirklich ein langes Kabel. Guck mal weiter nach den Mittelwellen. Die Mittelwellen, muss man Stift. Wenn ich einen Mittelwellensender hier habe, dann hat der Mittelwellensender durchaus die Möglichkeit, Mittelwelle, über so eine reflektierte Schicht zu arbeiten. So, und jetzt stellt sich erstmal die Frage, nein, man stellt fest, dass nachts bei der Mittelwelle sehr viel Senderkauderwelsch da ist und tagsüber ist es relativ ruhig. Und dieses Senderkauderwelsch nachts kommt eben davon, dass wir hier Schichten haben in der Luft, die reflektieren. Jetzt könnte man sich fragen, wer da oben die ganze Alufolie hingespannt hat. Hat keiner. Diese reflektierenden Schichten bilden sich, weil wir haben eine Sonne, wir haben Sonneneinstrahlung auf die Erdatmosphäre und wir haben eine nach oben abnehmende Luftdichte. Ja, hier unten haben wir relativ viele Luftmoleküle aufeinander, die hängen alle aufeinander. Und hier oben habe ich jetzt Luftmoleküle, die ziemlich alleine sind. Und jetzt kommt die ionisierende Strahlung, die Röntgenstrahlung von der Sonne und haut jetzt von so einem Elektron, von so einem Atom, haut jetzt das Elektron raus. Ja, das schwebt jetzt alleine in der Gegend rum und übrig bleibt jetzt ein Ion. So, und dieses Elektron würde sich ja ganz gerne wieder mit einem weiteren Ion binden. Das ist aber so weit weg, ja, weil es dauert eine gewisse Zeit, bis dieses Elektron dann wieder ein Ion gefunden hat und damit dann wieder in das Atomgefüge eingebunden werden kann und die Ladung weg ist. Und diese Ionisierung durch die Sonne und eben die freifliegenden Elektronen, die führen dazu, dass wir hier so Schichten haben, die durchaus Radiowellen reflektieren können. Bei Mittelwelle ist das vorwiegend nachts der Fall. Tagsüber sind diese Ionisationsvorgänge, die dort ablaufen, so stark im Gange, dass tagsüber dieser Frequenzbereich Mittelwelle, also etwa 1 MHz, nicht reflektiert werden kann oder sehr schlecht reflektiert werden kann. Die Dämpfung ist sehr hoch. Bei höheren Frequenzen, 5, 7 MHz oder sowas, da geht das Ganze dann auch tagsüber. Kommen wir gleich zu. Jetzt wollte ich noch irgendwas erzählen. Jetzt habe ich es gerade vergessen. Ich mache jetzt mal im Frequenzbereich jetzt weiter. Jetzt hole ich mir das Bild mit der Nummer 1 wieder raus. Öffnen. Nee, ich muss erstmal speichern. Oder der beliebten Nummer 2. Und dann haben wir die 1. So. Wir sind also jetzt hier gewesen, 1,5 MHz. Oder 1 MHz Mittelwellenbereich, habe ich da noch einen kleinen Versuch vorbereitet. Der Marconi hat ja irgendwann angefangen mit dem Funk. Ja, der hat festgestellt, dass wenn man, da kommt das auch das Wort her, ich habe hier gerade mal so einen Sender aufgebaut, das ist nichts anderes als wie, ich mache ein bisschen Licht an, als wie ein Piezo-Element, das Teil hier. Und das sind dann die zwei Drähte herausgeführt. Und diese beiden Drähte gehen jetzt auf eine Funkenstrecke.
Das sind diese beiden Lüsterklemmen hier. Und wenn ich da drauf drücke, dann sieht man einen ganz kleinen Funken fliegen. So ungefähr war der Sender von Marconi aufgebaut, natürlich mit ein bisschen stärkerem Funken und die Antenne war ein bisschen größer. Und um zu beweisen, dass man jetzt tatsächlich da mit drahtlos übertragen kann, habe ich den passenden Empfänger, den der Marconi auch gebaut hat, aufgebaut. Das ist, im Prinzip sind das auch wieder zwei Drähte und dazwischen ist ein Plastikröhrchen und da sind Eisenfaltspäne drin. Und da ist ein kleines Birnchen dran. Und jetzt habe ich hier eine Batterie dran, damit das Birnchen auch irgendwann leuchtet. Letztendlich kann man da auch eine Klimmbirne dran machen, dann blitzt die einmal. Das war letztendlich auch der Empfänger, den der Marconi mit hatte. Plastikröhrchen, Eisenfaltspäne drin und die beiden Stäbe so zusammengedrückt, dass das Birnchen gerade noch nicht leuchtet. Wenn ich die jetzt, ich habe die festgeschraubt, wenn ich jetzt näher zusammendrücken würde, würden ja die Eisenfaltspäne hier einen elektrischen Kontakt machen und dann würde das Birnchen leuchten. Also meine Batterie ist angeschlossen, Birnchen und Birnchen geht zurück über die Eisenfaltspäne wieder zur Batterie. So, und jetzt mache ich dann mal, versuche mal zu senden und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, weil mein Sender, der ist ein bisschen, also der Piezo hier drin im Sender, der ist ein bisschen abgenutzt schon. Guck da, da brennt's. So, und jetzt bleibt das für länger brennen, das Birnchen. Ich muss dann hier auf die Eisenfallspäne draufklopfen und dann sind die wieder aus. Brennt wieder aus. Und da gab es dann bei den Empfängern extra so Klopfer, die dann halt diesen Übergang in den Eisenfallspänen wieder gelöscht haben. So hat der Marconi gefunkt. Der wusste jetzt noch nicht so ganz genau, auf welcher Frequenz er arbeitet. Er hat gearbeitet, also Funken sind ganz gerne. Ich habe hier mein Bild davor. Die Funken. Da. Funken sind ganz gerne hier so bei ungefähr 1 Megahertz. Blitze. Ja. Ganz große Funken. Wenn man ein Mittelwellenradio hat, und stell das ein bei Gewitter und stell das ungefähr so in die Mitte bei 1 Megahertz, dann hört man das Knacksen. Ja, dann prasselt das richtig, wenn die Blitze da sind. Es gibt dann auch Blitzwarner, die funktionieren im Prinzip ähnlich, nur haben die halt keinen Lautsprecher, sondern detektieren, ist da irgendeine scharfe Spitze. Also dann ist es kein Rundfunksender, weil der hat keine scharfen Spitzen, der macht Musik. Und wenn dann halt viele scharfe Spitzen da sind, dann kommt ein Integrator und der sagt dann, okay, das war also ein Blitz. So ein Zeug kann man kaufen. Und der Marconi hat also etwa auf diesem Frequenzbereich, weil er mit diesen Funkenlöschsendern gearbeitet hat, so rundherum bei 1 Megahertz hat er rumgefunkt. Jetzt haben wir schon gesehen, bei unserem Bild Nummer 2, ja, das möchte man speichern, dass hier das mit den 1 Megahertz, das ist gar nicht so doll funktioniert, bis nach Amerika rüber. Ja, und wenn dann nur bei Nacht und wenn man sich die Erde anschaut, dann muss man also den richtigen Zeitpunkt haben, wo also in Europa Nacht ist und in Amerika auch. Also das geht nur in den relativ späten Nachtstunden hier und dann ist es in Amerika frühe Nachtstunden. Und dann braucht man ein bisschen Glück, weil diese Übertragung wirklich mit 1 Megahertz über den Ozean ist eher ein seltenes Ereignis, dass man dann eine Verbindung hinbekommt. Und dieses Glück war im Hold. Dass man, ja, wenn jetzt dann, hat man auch festgestellt, wenn ich jetzt dann diese ganzen Löschfunkensender habe und die senden irgendwo überall rum, dann habe ich natürlich überall Störungen und je mehr Schiffe das sind, weil das hat man dann vorwiegend Titanic und sowas, hat man das eingesetzt. Irgendwann ist man dann drauf gekommen, man braucht eine Frequenztrennung. Ja, man muss dafür gewisse Kanäle und Filter einbauen. Man kann also nicht einfach hier mit einem Funken, so wie ich das eben gemacht habe, illegalerweise, weil das macht ein ziemlich breites Frequenzspektrum. Allerdings meine kleinen Antennen, die sind so mies abgestimmt, da kommt kaum was raus. Kann ich nicht einfach hier ganz große Löschfunkensender bauen und da quer in der Welt mit rumsenden. Dann stört sich alles. Dann kann man aber gar keine Übertragung mehr. Ich hatte gerade eine Verbindung verloren. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt verloren war. Ich hoffe, das war nicht zu lange. Ich habe davon erzählt, dass der Marconi halt mit seinen Senderanlagen irgendwo auf den Frequenzen gesendet hat. Die waren also nicht gescheit trennbar und dann hat man dann nachher
Filter eingebaut, verschiedene Kanäle definiert, wo also die Schiffe sich dann unterhalten konnten, also getrennter. Das ist ein bisschen aufwendig, so einen Löschfunkensender mit Filtern zu versehen. Ich mache jetzt ein bisschen weiter mit höheren Frequenzen. Irgendwann hat man sich dann von der Mittelwelle verabschiedet und war dann in der Lage, Kurzwellenübertragung zu machen, also noch in dem Frequenzbereich ein Stückchen höher. Irgendwann hat man dann eben über diese 1,5 Megahertz drüber noch Sender bauen können. Ja, mit der Röhrentechnik, also hier diese Fritterempfänger, das ist, die sind wirklich in der Empfindlichkeit nicht so toll. Aber mit der Erfindung der Röhre konnte man dann halt auch bessere Empfänger bauen, höhere Frequenzen erzeugen, weil man kleinere Bauteile hatte. Also ein Löschfunkensender, der hat ein ganzes Gebäude gefüllt. So eine Röhre ist dann etwas kompakter. Und jetzt mache ich hier ein neues Bild, wo ich dann über diese 1,5 Megahertz nochmal hinausgehe. Und da machen wir dann wieder einen Strich. Wieder weiter. 1,5 Megahertz. Wir haben dann bei der Kurzwelle so gewisse Bänder. Man hat die Bänder nach ihrer Wellenlänge genannt. 80 Meter Band, das sind so um die 3,5 Megahertz. Dann ein 40 Meter Band, das ist so um die 7 Megahertz. Also die Frequenz wird immer höher. 20 Meter Band, das ist um die 14 Megahertz. Ich nehme jetzt zufälligerweise die Amateurfunkbänder, weil die kenne ich ganz gut. 10 Meter Band nehmen wir auch noch dazu. 10 Meter Band, das ist eine Frequenz von um die 30 Megahertz. 30 Megahertz. So, damit sind wir eigentlich mit dem Kurzwellenbereich jetzt weitestgehend durch, weil bei 10 Meter 30 Megahertz hört er irgendwann auf. Diese 3,5 Megahertz, jetzt gehe ich ein bisschen auf die Ausbreitungsbedingungen ein. Diese 3,5 Megahertz, die gehen vorwiegend, wenn es dunkel ist, gehen auch tagsüber, aber auch ganz gerne, wenn es dunkel ist, weil die sind schon relativ nah an diesem 1 Megahertz dran. Da brauche ich also die ruhige Schichten, die heißen F1 oder F2, ich weiß nicht genau, zum Reflektieren. Ansonsten tagsüber habe ich dort nur die Bodenwelle. So, und dann kann ich da was hören. Die Bodenwelle geht durchaus relativ weit. Aber auch die Reflexionen, wenn ich denn jetzt weitere Verbindungen machen möchte auf dieser niedrigen Frequenz, brauche ich halt mehrfache Reflexionen um die Erde drumherum. Ja, das nimmt die Dämpfung immer weiter zu. Also diese niedrigen Frequenzen eignen sich für Kommunikation sagen wir mal, innerhalb von Deutschland. Ja, ich wohne im Saarland, Frankreich geht auch noch. Aber viel weiter ist auf diesen niedrigen Frequenzen nicht zu holen, weil die Dämpfung einfach hier für die weiter entfernten Mehrfachreflexionen einfach zu groß wird. Dafür eignet sich ganz gut dieses 40 Meter Band. Da gab es auch früher einen Haufen Rundfunkstationen drauf. Das 40 Meter Band, das geht, wenn man das so geografisch mal betrachtet, so Europa. Ja, also Europa kriege ich damit mit 100 Watt durchaus abgedeckt. Amerika ist jetzt eher ein bisschen schwieriger oder Asien oder tief nach Russland rein, weil dann auch die Dämpfung zuschlägt. Diese ganz hohen Entfernungen, die kriegt man am besten hin mit hohen Frequenzen und mit 14 Megahertz allerdings, die jetzt nicht mehr, jetzt komme ich gleich, warum das ein bisschen kritisch ist. Es gibt je nach Sonneneinstrahlung oder Sonnenfleckentätigkeit, also Sonnenfleckentätigkeit hat die Folge, dass ein Haufen radioaktive Strahlung ausgestrahlt wird. Und diese führt dazu, dass wir eine starke Ionisation der Luftschichten haben. Wenn also keine Sonnenfleckentätigkeit da ist, ist die Radioaktivität der Sonne gering und dann habe ich auch keine gescheite Ionisation oder keine hohe Ionisation in den Schichten. Zudem, wenn die Sonne scheint, ja, dann gehen jetzt bei diesen höheren Bändern, 40 Meter und 20 Meter, also tagsüber, gehen dort, weil die Luft dann ionisiert ist, gehen die Entfernungen weiter. Allerdings, je nach Sonnentätigkeit, gibt es dann eine sogenannte maximal usable frequency, eine maximal nutzbare Frequenz. Darüber gibt es gar nichts mehr. Das hört man dann manchmal, wenn die Funkamateure sich beklagen, oh, das 20-Meter-Band ist tot.
wie der Hund, das 20-Meter-Band ist tot, dann heißt das, dass diese Schichten nicht in der Lage sind, eben jetzt Frequenzen von 14 MHz zu reflektieren, von 10 MHz vielleicht. Also Frequenzen darunter können schon durchaus gehen. Ich muss gerade mal den Hund rauslassen. Also Frequenzen darunter gehen durchaus, die gehen dann aber wieder nicht so weit. Ja, deswegen hat der Funkamateur ganz gerne oder der Kurzwellennutzer eine möglichst hohe MUF, eine möglichst hohe maximal usable Frequenz. Wenn man also bei 20 Meter ist oder bei 15 Meter und dort eine Verbindung hat, dann kommt man durchaus locker schon mal einmal um die Erde. Das ist kein Thema. Bei 30 MHz, dass da irgendwann mal im CB-Funkbereich die maximal usable Frequenz irgendwann ankommt, ist schon eher selten. Ganz selten. Es gibt schon mal Überreichweiten, aber eher selten. So, jetzt wollen wir den Kurzwellenbereich ein bisschen verlassen. Wir haben noch 20 Minuten. Und die Frequenzen darüber können wir uns vielleicht auch mal anschauen. Ich male einfach mal weiter. Da geht es dann weiter mit 50 MHz. Bei 50 MHz gibt es auch noch ein Amateurfunkband. Diese 50 MHz, die gehen auch manchmal mit, wenn die Sonnenflickentätigkeit gut ist, kann man das ja sehr hohe Entfernung überbrücken. Aber da kommen wir jetzt so langsam in den Bereich UKW. Ja, irgendwann war man dann in der Lage, Frequenzen bändigen zu können, also Empfänger und Sender bauen zu können, die so um die 88 MHz ist das, die so um die 100 MHz senden und empfangen können. Das war jetzt nicht so selbstverständlich. Die Bauteile müssen da relativ klein sein. Die Wellenlänge beträgt hier so etwa 3 Meter. Genau. Also man braucht da schon mal Bauteile, die nicht viel größer sind als wie so maximal 20 Zentimeter oder so. Und dann hat man dann irgendwann dieses UKW-Band definiert und hat gesagt, okay, wir haben hier viel Platz. Ja, wir haben von 88 bis 108, das sind, wenn ich richtig rechne, 30 MHz. Ich richtig gerechnet. 20 MHz. Mathe war ich immer ein Genie, war ich da. Das heißt, wir haben 20 mal mehr Platz als wie im Mittelwellenbereich. Wir ändern jetzt was am Modulationsverfahren. Das heißt, wir machen jetzt nicht mehr diese gepresste Amplitudenmodulation, wo sich die Musik so anhört, als würde sie aus dem Klobecher kommen, sondern wir machen da ein bisschen breiter. Und dazu hat man das Modulationsverfahren geändert. Jetzt brauche ich wieder meine Maus. Der ewige Kampf. Mit der Maus. Hat man das Modulationsverfahren geändert und hat dann die Frequenzmodulation gemacht. Mal unter der und machen ein neues Bild. So. Die Frequenzmodulation nimmt jetzt, ist so quasi jetzt der Anfang von der Phasenmodulation, die wir so im Mobilfunk benutzen. Frequenzmodulation variiert also nicht die Amplitude, sondern wir verändern die Frequenz mit der Information, die ich draufgeben möchte. Ja? Also wenn das hier mein Eingangssignal ist, hoch ist weit auseinander, runter ist dicht zusammen. Das ist natürlich erheblich störunanfälliger, wenn man Mittelwellenradio hat, hört man jeden Blitz, weil das ist ja eine Amplitudendemodulation, die ich da mache. Hier brauche ich einen Empfänger, der die Frequenzvariation detektiert. Ja, das ist ein bisschen schwieriger zu bauen. Geht aber ganz gut und man hat gesagt, okay, wenn ich so eine Frequenzmodulation mache, dann machen wir jetzt auch einen größeren Informationsinhalt. Also wir machen dann ein Monosignal, gab es erstmal, was hochgeht bis, glaube ich, 14 Kilohertz, wenn mich nicht täuscht. 14 Kilohertz. Und haben damit eine qualitativ bessere Übertragung von, ich weiß nicht, 100 Hertz, glaube ich. Und dann wird mein UKW-Signal über die Frequenz eben etwas breiter als 9 Kilohertz wie bei AM. Das wird dann etwa so um die 200 Kilohertz breit.
Ja, also höhere Qualität braucht auch wieder mehr Platz auf der Luft. Da hat man dann irgendwann noch ein Stereosignal reingemacht, damit der Kanal nicht noch breiter wird, hat man das ein bisschen kodiert, so mit Plus Minus, und Stereo-Dekodierung ist ein bisschen was Eigenes. Das ist UKW. Und jetzt habe ich da durchaus auch noch eine Folie. So, da sind wir jetzt bei einer Folie, die stammt von RTR, ich darf sie zeigen. Da unten ist UKW, ja, 87,5 bis 108. Darüber geht es dann los mit DAB. DAB ist dann moduliert wie LTE, also Subcarrier-Modulation, das machen wir zu einem anderen Zeitpunkt, wie diese komplexen Modulationen aussehen. Da oben drüber, da kommt dann der 450 MHz-Bereich. Da sieht man, das sind zwei Balken. Diese zwei Balken findet man übrigens im Mobilfunk sehr häufig wieder. Hier 702 Balken, 802 Balken, 902 Balken. Ich hoffe, ihr seht meine Maus. Seht ihr die? Zwei Balken. Das bedeutet, dass wir in diesem Frequenzbereich einen Mobilfunk haben, wo der Downlink und Uplink getrennt ist. Also wo das Endgerät in der Regel auf den unteren Frequenzen sendet und die Basisstation auf den oberen. Dieser Frequenzbereich 450 MHz, das war damals mal dem C-Netz. Es gab noch ein paar andere Mobilfunkdienste, die auch da drauf liefen, Bündelfunk und Cityruf und so weiter. Dieser Frequenzbereich ist wieder im Fokus. Da gibt es zwei Interessen, die sich darum, die das gerne hätten. Ihr seht meine Maus nicht, weil ich auf dem falschen Bildschirm bin. Jetzt seht ihr die Maus. Also das sind die beiden Frequenzen 450 MHz, und hier sieht man 700 MHz, 800 MHz jeweils zwei, 900 MHz jeweils zwei. Bekommen Sie mal von UKW, nur um die Maus nochmal dran zu machen, DAB Plus. Das sind die Digitalradios, die sich hier tummeln zwischen 174 und 230 MHz. Dieser Frequenzbereich ist in der Versteigerung. Hier befindet sich DVB-T2, also Fernsehen. Früher gab es auch noch einen Fernsehbereich, der hier in diesem Bereich lag. Das war der VHF-2-Bereich, und der VHF-1-Bereich, der lag so zwischen 50 MHz und etwa 80 MHz, also ganz tief. Das war alles PAL, das ist alles Geschichte. Gucken wir uns die weiteren Frequenzen an. Hier wandern wir jetzt so langsam durch den Mobilfunk durch. UKW mit seinen 3 Meter Wellenlänge hat noch eine relativ niedrige Funkfelddämpfung. Das ist nicht ganz richtig, Funkfelddämpfung ist das falsche Wort. Die Ablöseenergie von den Antennen oder auch die Aufnahmeenergie von den Antennen, die ist relativ gering. Funkfelddämpfung ist immer die gleiche. Spreche ich jetzt darüber? Ja, später. Funkfelddämpfung ist immer die gleiche. Also UKW geht dann doch schon mal ein bisschen besser im bergigen Land. Das hat auch was mit den Reflexionseigenschaften von dem Zeug zu tun, was da so rumsteht, halt Berge und Wald und so. Und diese relativ groben Strukturen, Wald und Berg, können halt große Wellen, lange Wellen, also 3 Meter lange Wellen, relativ gut reflektieren. Das müsst ihr euch so vorstellen, wenn ihr euch so einen Wald mal anschaut und macht ein unscharfes Foto davon, dann sieht er aus wie eine Mauer. Ne? Wenn ihr da mit, was weiß ich, wie viel tausend Pixel dann ein Foto macht, dann seht ihr jedes einzelne Blatt. Ja, das würde dann auch eine ganz hohe Frequenz so sehen, wie zum Beispiel 1,8 Gigahertz oder 2,6 Gigahertz. Und wenn ich jedes einzelne Blatt sehe, dann gibt es eine Streuung. Also ich habe da keine Wand mehr, die was einfällt, dann wieder reflektiert in eine bestimmte Richtung, wie ein Spiegel, sondern wenn ich da jedes Blatt sehe, die Blätter sind alle chaotisch angeordnet, dann habe ich ein Signal, was auf den Wald drauf kommt, und der streut in alle Richtungen. Ja, deswegen sind die Eigenschaften von niedrigen Frequenzen in urbanen Gebieten, ist immer gerne, wird darüber diskutiert,
dass die ganz gerne für diese ländlichen Gebiete eingesetzt werden. Ja, stimmt, eben aus diesen Gründen. Oder unter anderem aus diesen Gründen, auch weil die Ablöseenergie von der Antenne geringer ist. So, dann haben wir die Mobilfunkbereiche. Und jetzt muss ich mal gucken, wo meine Maus wieder ist. Da. Dann haben wir hier im Bereich 1500 MHz, auch im Mobilfunkbereich. In diesem Bereich gibt es nur Mobilfunk im Downlink und keinen im Uplink. Das liegt daran, dass hier bei 1,5 bis 1,7 GHz so in der Kante, da liegt auch noch GPS. Für die GPS-Satelliten ist es wichtig, dass die Signale von den GPS-Satelliten Richtung Erde halt möglichst direkt auf die Erde auftreffen. Das kriegt man am besten hin mit hohen Frequenzen. Aber wenn es wäre auch günstig, wenn die Antennen eine gewisse Größe nicht, nein, wenn wir keine Brechung haben, genau, und wenn die Antennen in einer akzeptablen Größe liegen. Und diese ganzen Einflüsse, die man da abwägen muss, keine Brechung, möglichst geradlinig und handelbares Design und möglichst niedrige Funkfelddämpfung, also auch die Wirkungsgrad der Antennen, der Größe der Wirkungsgrad ist der Antennen, da liegt man also ideal wirklich bei diesen 1,5 GHz oder 1,6 für GPS. Das ist also kein Zufall, dass GPS da liegt, sondern das ist ja quasi eine Optimierung aus den verschiedenen Anforderungen. Darüber geht es dann, also wenn wir jetzt ein Endgerät hätten, was ein GPS-Empfänger hätte und wir hätten ein Endgerät, was auch auf diesen Frequenzen sendet, hört natürlich mein GPS-Empfänger, es buggt, hört natürlich mein GPS-Empfänger nichts Gescheites mehr. Deswegen senden wir da nicht. Warum habe ich kein Bild mehr? Ja, vielleicht kommt sie wieder. Sonst machen wir mit Ton weiter. So, dann haben wir hier oben den Bereich 3,2 GHz, 2,3 GHz, das ist WLAN. Nee, 200, sorry, das ist was anderes. Hier ist WLAN. Und dann sind wir wieder im Mobilfunkbereich. Hier sind wir bei 3,4 GHz. Da sind wir letztendlich langsam in den 5G-Bereichen. Und da sind wir dann bei WLAN 5 GHz und hier hinten haben wir dann 26 GHz auch für Mobilfunk. Jetzt möchte ich wieder zurück auf die Folie. Mein Video stockt tatsächlich. Auf die Folie mit den Frequenzen. Also wir haben uns jetzt mühselig durchgearbeitet hier vom hochmittelliederfrequenten Wechselstrom über die Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle von UKW, VHF und dann sind wir hier jetzt in dem Gigahertz-Bereich. GSM geht bei 900 MHz, also knapp 1 Gigahertz, wenn man 900 MHz holt. Und darüber der Mikrowellenherd, der liegt bei WLAN, ne, 2,4 Gigahertz. Und dann sind wir dann beim Radar. Die Frequenzen werden immer höher, die Wellen immer kleiner. Und da haben wir jetzt die Terahertz-Strahlung, das ist dann schon so ein bisschen Infrarot, also vor dem Infrarot, dann kommt Infrarot. Und jetzt möchte ich euch erzählen, dass Temperatur oder das Frequenz, was mit Temperatur zu tun hat. Ja? Je höher die Temperatur eines Körpers ist, umso größer ist die Frequenz, die er ausstrahlt. Das merkt man am besten an der Glühbirne. Jetzt geht die Kamera nicht mehr, aus irgendwelchen Gründen. Das merkt man am besten an der Glühbirne. Und diese mache ich jetzt ein bisschen Strom dran. Der Stromfluss durch die Lampe soll relativ klein sein. Was dann passiert ist, dass der Glühfaden warm wird. Also ich sehe ihn noch gar nicht. Wir sind also noch unter der sichtbaren Infrarotstrahlung, sondern der wird einfach nur warm. Der gibt also hier Infrarotstrahlung ab. Und diese Infrarotstrahlung hat eine gewisse Frequenz. Und dann mache ich die Glühbirne, gebe ich der ein bisschen mehr Spannung und dann wird die ein bisschen heller. Dann glimmt die rot. Ja, dann habe ich hier die Wellenlänge 750 Nanometer. Dann mache ich die Glühbirne noch ein bisschen heller oder noch ein bisschen mehr Spannung dran. Dann kommen auch Gelbtöne dazu. Wenn ich die Spannung noch ein bisschen größer mache, dann kommen
Grüntöne dazu. Und wenn ich die Spannung noch ein bisschen größer mache, dann kommen dann Blautöne dazu. Und wenn ich die Spannung noch ein bisschen größer mache, geht die Glühbirne kaputt. Es sei denn, jetzt muss ich wieder ein bisschen malen. Es sei denn, man macht das Ganze in ein geschlossenes Gefäß hinein. Und dieses geschlossene Gefäß nennt sich Halogenlampe. Und diese Halogenlampe, also der Glühfaden oder eine normale Glühbirne mit Glühfaden. Ja, dieser Glühfaden ist so ein Wolframwedel und es ist ja auch nur ein Mensch. Das heißt, durch die große Hitze verliert er dauernd Material. Ja, das wird abgesprengt. Die Atome, also je heißer es ist, umso größer ist die Atombewegung. Und da fliegen nicht nur ganze Atome weg, sondern auch ganze Moleküle. Das heißt, irgendwann ist dann halt bei so einer Glühbirne der Faden durchgebrannt. Ja, weil halt zu viele Brocken, zu viele Moleküle von dem Wolfram halt weggeflogen sind, weil er zu heiß war. Und wenn ich jetzt halt eine Halogenlampe nehme, also ich mache einen Glühwedel in einen relativ kleinen Raum und setze den dann noch unter Druck, ja, dann, und Edelgas, dann lösen sich immer noch die Moleküle von diesem Wolframdraht. Sie kommen aber nicht mehr so weit, weil der Glaskolben halt viel kleiner ist und über den Druck verschmelzen die dann sehr häufig wieder zufällig mit diesem Wolframfaden. Und diese Glühfäden, die machen dann natürlich auch Frequenzbereiche, die in dem Infrarot, Quatsch, in dem Ultraviolettbereich liegen. So. Das heißt, eine Halogenlampe würde jetzt UVA-Strahlung ausstrahlen. Und jetzt sind wir in dem ionisierenden Bereich von den elektromagnetischen Wellen. Diese Strahlung hier, diese UVA-Strahlung, kann also aufgrund ihrer Frequenz und Wellenlänge DNA-Stränge spalten, zerstören. Ja, alle anderen Wellen unten drunter können das nicht. Aber aufgrund der hohen Frequenz, aufgrund der Eigenschaften von dieser Strahlung, ist also dort eine Zellschädigung zu erwarten. Ja, bei Röntgenstrahlung, weiche, mittlere und harte und Gammastrahlung ist das durchaus bewiesen. UV-Strahlung dringt jetzt nicht so tief in den Körper ein, aber Hautkrebs reicht. Ja, wenn man den hat und stirbt dran, dann war es auch nicht gut. Also hier oben sind wir dann oberhalb des Lichtes überhaupt schon Wunder, dass wir bis UV-Strahlung sehen können und darüber können wir es nicht sehen. Und dann, da gibt es auch nicht mehr so besonders viel zu sehen, weil da oben die Frequenzen, also das, was wir an natürlicher UV-Strahlung haben, wird durch die Atmosphäre hauptsächlich abgefangen. Wir können Infrarotstrahlung nicht sehen. Es gibt Tiere, die können das, was durchaus in der Evolution Sinn gemacht hat, denn ein Beutetier, so als Beute ist in der Regel, wenn es noch lebt, ist es wärmer als die Umgebung häufig. Und wenn man dann das gut sehen kann, dann kann man es auch gut fangen. Jetzt sind wir hier oben jetzt bei der ultravioletten Strahlung, Röntgenstrahlung. Gammastrahlung haben wir auch noch, ist auch eine elektromagnetische Welle, obwohl eigentlich kein Mensch von einer Gamma-Sendefrequenz redet. Wir reden alle von dem Gammateilchen oder von dem Höhenstrahlungsteilchen. Letztendlich sind wir oder haben wir eine Dualität zwischen der Welle und dem Teilchen. Und diese Dualität bedeutet, dass eine elektromagnetische Welle immer zwei Eigenschaften hat, und zwar gleichzeitig. Sie ist einmal eine Welle, eine elektromagnetische Welle, und es ist auch gleichzeitig ein Teilchenstrom. Dieser Charakter der Teilchen wird bei diesen oberen Frequenzen, Gammastrahlung, Röntgenstrahlung, wird da sehr deutlich. Ja, da haben wir ein Gamma-Quant. Wenn dieses Gamma-Quant blöd in einen Prozessor reingeflogen ist und hat da seine Zerstörung hinterlassen, dann ist das blöd für den Prozessor. Ja, dann ist er kaputt. Also wir sehen sehr häufig einzelne Teilchen, aber die haben eine gute Energie, eine sehr starke Energie und können da halt auch viel kaputt machen. Hier unten bei Infrarot oder Terahertz oder Radar, da haben wir kaum die Ausprägung der Teilchen, der Photonen, da haben wir ja den Wellencharakter, aber so eine
So ein Mikrowellenherd oder vielleicht hier einfach unsere Langwelle, die kann man sich vorstellen als ganz furchtbar viele Photonen, ganz viele, aber die haben alle nur eine relativ geringe Energie. Ja, und bei hier oben, bei der Gammastrahlung, da haben halt relativ wenige Photonen, aber wenn sie dann da sind, haben sie eine große Energie. Und dann haben wir noch die Höhenstrahlung, der Vortrag soll hier heißen, vom Schall bis zur Höhenstrahlung. Wo kommt die Höhenstrahlung her? Höhenstrahlung sind Teilchen, da leben wir seit Jahrmillionen von, die haben also die Eigenschaft, durch ein Atomgefüge auch hindurch zu fliegen. Das heißt, wir haben da gar keine Zerstörung mehr durch diese Höhenstrahlungsteilchen, also durch diese ganz schnellen Teilchen, die fliegen einfach auch überall im Weltall rum und die können auch den Erdmantel offenbar unbeschadet überstehen, weil man kann die messen, wenn man so dotiertes Wasser nimmt und sperrt das dann in so ein Bergwerk ein und wenn dann so ein Höhenstrahlchen doch mal auf so ein dotiertes Zeug trifft, dann gibt es einen Lichtblitz und diesen Lichtblitz kann man dann mit Photodioden sehen. Solche Becken gibt es überall auf der Welt oder hier und dort mal und da hat man festgestellt, dass die Menge der auftreffenden Höhenstrahlungsteilchen überall die gleiche ist. Also entweder kommen die Dinger aus allen Richtungen oder sie haben halt die Eigenschaft, auch die Erde zu durchdringen, eben aufgrund ihrer Eigenschaft, dass sie eben zwischen dem Elektron und dem Atomkern einfach durchfliegen. Ja, also einfach durchs Atom durch. Wo kommt die Höhenstrahlung her? Ist auch noch interessant. Bin dann auch gleich am Ende. Die Höhenstrahlung. Ja, muss ja irgendwann mal furchtbar heiß gewesen sein. Und dass es mal so furchtbar heiß gewesen ist, das war beim Urknall. Ja, da hatten wir die ganze Materie auf einem Haufen zusammengeknallt. Und damit das überhaupt funktioniert, braucht man eine sehr, sehr große Hitze. Und nachher hat sich das Universum auch expandiert, erweitert. Damit ist dann das Universum auch kälter geworden. Da kommen wir gleich nochmal kurz drauf. Also die Höhenstrahlung sind noch Teilchen, die vom Urknall her stammen, die so bei uns noch so rumschwimmen, da haben wir uns dran gewöhnt. Gammastrahlung ist sehr heiß, entsteht vorwiegend in der Sonne, im Kern drin. Die Gammastrahlung, die aus der Sonne, also im Kern Sonne, zweifellos sehr heiß, die also aus der Sonnenoberfläche heraustritt, ist also ein Bruchteil von dem, was im Kern abgeht. Röntgenstrahlung, also hat was mit Temperatur zu tun. Und jetzt noch so eine Geschichte zum Abschluss. Es gibt da eine Geschichte, dass Forscher bei der Entwicklung von Antennen irgendwann mal festgestellt haben, ihre Antennen sind kaputt. Die haben Antennen gebaut für. Ich kämpfe mit dem Umschalten. Das ist schlimm. Die haben Antennen gebaut für 50 Gigahertz. Es ist durchaus sehr sinnvoll, bevor man einen Satellit in das All schießt, erstmal auf der Erde die Antennen zu bauen, damit man halt die Kommunikation aufrechterhalten kann. Und da hat man dann bei etwa 50 Gigahertz dann irgendwann vor vielen Jahren Antennen gebaut, hat dann festgestellt, es rauscht. Wir haben Rauschen. Nichts ist schlimmerer für einen Entwickler des Empfängers und der Antenne, wenn die Antenne rauscht. Und dann haben sie festgestellt, es rauscht eigentlich nur auf so ungefähr einer Frequenz, plus minus ein bisschen was. Aber da rauscht es am stärksten und die wussten überhaupt nicht, wo es herkommt und sind dann, das Rauschen war weg, wenn man die Antenne vom Himmel genommen hat, hat also ein Absorbermaterial davor gelegt oder die Antenne auf Abschusswiderstand gelegt. Und diese Forscher sind dann eben mit ihrer Erkenntnis auf so einen Astrologen. Ui. Ich glaube, ich muss das rausschneiden. Also hier so Sternforscher sind dann gegangen, haben dann erzählt, oh, wir haben hier eine Frequenz gefunden, die kommt vom Himmel, da ist sie ungefähr 50 Gigahertz. Und dann haben die dann gesagt, oh klasse, das ist schon alles, das ist schon das, was wir postuliert haben. Ich glaube, Anfang des 19. Jahrhunderts wurde es postuliert, wenn der Urknall da gewesen ist, dann müssten wir eigentlich noch Reste von der Temperatur messen können. Und die hat man dann gefunden damit. Ja, das sind also 2,75 Kelvin, 2,75 Kelvin, also ein Körper, der 2,75 Kelvin
warm ist, eigentlich ist es ziemlich kalt, der hat also eine Temperatur, eine Frequenz, sendet eine Frequenz von 50 Gigahertz aus. Jetzt kann man das mit dem Glühfaden, mit der Glühbirne machen, oder man könnte andersrum ausrechnen, das habe ich auch mal gemacht, wie groß müsste oder wie warm müsste ein Körper sein, damit 900 Megahertz rauskommen. Das sind, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 0,01 Grad Kelvin, also ziemlich kalt, ziemlich frisch. Also eine sehr kalte Temperatur. Jetzt haben wir so ein bisschen den, ja, alles miteinander verknüpft, ne? Den Urknall mit der Hintergrundstrahlung, Frequenz mit Temperatur und Wellenlänge und haben so die Kurzwelle kennengelernt bis hin zur Höhenstrahlung. Ich denke, das war erstmal genug für heute. Wir sind jetzt auch 6 Minuten über die Zeit. Ich möchte euch jetzt den nächsten Talk nicht vermiesen. Bedanke mich fürs Zuhören, die letzte Viertelstunde. Das mit der Kamera ist wohl nichts. Muss ich nochmal dran arbeiten und ja, darf euch noch ein schönes Wochenende wünschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.